Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Stardew Valley. Ja, bei der letzten Folge ist ja nichts viel passiert und ja, bin auch gerade eben schlafen gegangen und habe, sage ich mal, ein Level abbekommen für das Einsammeln von den ganzen Sachen. Ja, lasse ich mal überraschen und auf geht's in den dritten Tag. Und wie man ja hört, es regnet. Das heißt, ich habe. Oder besser, ich kann mir mehr Zeit jetzt daneben für Holz zu ernten und. Ja, sonniger Tag. Okay. Und wie man jetzt hier sieht, ich brauche mich da nicht drum zu kümmern, das ganze Feld hier zu bewässern. Hoch lebe der Regen. So. Und dann geht's weiter mit wieder klopfen, klopfen, klopfen. So. Ja, mir fehlt es momentan etwas an Geld. Aber irgendwann kommen da die Millionen. Ah. Aber ein langer, langer weiter Weg liegt vor uns. So, es regnet. Bop, 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 bop. Genau, hier kommt später das Greenhouse, also das Zuchthaus, wo man da alljährlich bestimmte Sachen anpflanzen kann. Weil normalerweise kann man die Samen halt natürlich wie auch wie im echten Leben nur zu bestimmten Jahreszeiten setzen. Und mit dem Greenhouse kann man das jährlich tun. Man kann hingehen und im Winter kann man zum Beispiel Weizen anpflanzen oder Kartoffeln, was das Herz begehrt. Aber dementsprechend hat auch das Greenhouse nicht so viel Platz. Das heißt, es ist halt begrenzt. Aber mich stört das nicht. Ich weiß schon, was ich da im späteren Verlauf einpflanzen werde. Na, mach doch bitte die Steine kaputt. So, hier mal noch ein paar Steine einsammeln, mit der Hoffnung, dass ich noch Kohle bekomme. Weil Kohle brauche ich auch dringend. Und das halt auch nicht so wenig. Sehr schön. Eine Geode. Und da kann halt sich alles Mögliche drinne befinden. Und das werden wir auch im späteren Verlauf die Geoden öffnen. Die müssen wir halt dann zu Gunther bringen. Der kann. Ne, zuerst in die Schmiede, um diese Geode zu zerstören. So war es gewesen. Wobei. Ich glaube, die erste müssen wir zu Gunther bringen. Ich bin mir nicht sicher. Ah, das sehe ich ja noch. Das sehen wir noch. Ach, sechs. Sechs Kohle. Ah, ein bisschen mickrig. Mehr Kohle. Mehr Kohle. Kommt mal ein bisschen Kohle ins Spiel. Aber wenn wir im späteren Verlauf in die Mine reingehen,
Da bekommen wir hoffentlich mal genug Kohle. Ich hatte immer das Pech gehabt und bekam relativ wenig. Naja. Meine Energie geht auch schon flöten. Sehr schön. Ja, 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 ja. So, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal uns mal entleeren. Nochmal eine Geode. Ah komm, hier ist noch ein Steinchen. So. Dann entleeren wir uns mal. So. Wie war das Wetter morgen gewesen? Ah, sonnig, okay. Klar und sonnig. Nuten. Schon wieder keine Würmer. Hm. Naja. So, hier wird noch gearbeitet. Genau. Hier ist der Zugang zu unserer Mine. Zuerst muss hier dieser Felsbrocken weg. Und der geht, glaube ich, erst nach dem fünften Tag oder nach dem vierten Tag verschwindet dieser Block einfach. Oder wird er quasi, er verschwindet nicht, aber er wird halt abgebaut. Ihr versteht, was ich meine. So. Ach Gott, hier gibt es ja nichts. Wirklich tote Hose. So, 2.20 Uhr. Ach Gott. Jetzt bin ich ja gerade hier diesen Weg gegangen. Weil hier ist die Schmiede. Und hier haben wir das Museum. Wobei, Museum gehe ich mal ganz kurz hinein und sage dem mal guten Tag. Ja, okay. So, Gunther. Idiot. Ja, ja, ja. Gut denn. Bis dann. Tschüss. So. Und dann gehen wir noch einmal in die Schmiede. Wir sagen immer noch guten Tag. Ja, okay. Und das wäre es auch gewesen. Wir haben noch nicht mal die Hälfte. Hm. Na toll. Jupp. So, dann gehen wir mal an den Strand. Da müssen wir. Genau. Immer zu. Noch vor 5 Uhr muss man halt zu den Strand gehen, weil wir da unsere erste Angel bekommen. New Community Town. Good to finally meet you. Jawohl. Was hier für eine Angel? Ja. Mhm. Na komm, gib mir deine Angel. Dankeschön. Und ja, Angeln. Angeln ist, glaube ich, das Langweiligste überhaupt. Auch im echten Leben. Ich weiß nicht, ich halte da von Angeln nicht viel. Da, für den einen ist es ein netter Zeitvertreib, aber ich weiß nicht, für mich. Das ist eigentlich was Langweiliges. Man steht einfach nur rum, wie jetzt hier der Fall ist. Wartet darauf, dass da ein Fisch anbeißt und ja. Man wartet und wartet und wartet. Jawohl, Hit. So, man muss halt schauen, dass man diesen grünen Balken immer bei dem Schiff richtet, bei dem Fisch richtet. Weil erst dann fängt man ihn.
Gut, der würde uns, sage ich mal, jetzt halt 13 Energie bringen und 15 an Leben. Den könnte man quasi schon essen. Roh, versteht sich. So, nächster Fisch bitte. So, dann einmal hier diesen grünen Balken. Würde man das nicht tun, würde der eine Balken, der sich immer langsam hochbewegt, wieder nach unten fallen. Ein Hering, okay. Ach, das ist doch so langweilig. Na toll. Ernsthaft. Haben wir uns schon kennengelernt? Ja, haben wir. Trotzdem, ich rede noch mal mit dir. Sicher, sicher. Ja. Okay, gut. Und dann könnten wir eigentlich auch hingehen und mal die Kneipe betrachten. Na toll. Weil da sind, sage ich mal, immer die meisten Leute, wo man sich vorstellen kann. Und die sind auch direkt immer direkt ansprechbar, beziehungsweise sind direkt vor Ort. Man muss sie halt nicht suchen gehen. Na komm, Fisch, beiß doch an. Ach, ist das er. Oh Mann. Wow. Lieber Fisch, was geht mit dir ab? Oh, ein Aal. Warum nicht? Den könnten wir aufheben für unsere Quest, weil die wird, glaube ich, benötigt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was man alles braucht für das Gemeindehaus. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ah, ja, komm, 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 komm. Schon wieder ein Aal. Gut, dann würde ich sagen, lasse ich das erstmal sein mit dem Fischen, weil, ach Gott. Das ist Langeweile pur. Oh, cool. Na toll. Ich habe gar keinen Platz mehr. Weg. Weg. Na ja, gut. So, schwupp, schwupp. Oh nein, oder? Ernsthaft? Komm, Seaweed, weg. Da habe ich schon was Goldenes. Ja, und bei manchen Sachen, ich habe auch noch eine Mod drauf, wo man direkt erkennt, die Preise, für wie viel man diese verkaufen kann. Normalerweise würde man hier keine Preise sehen. Ich habe da eine Mod drauf, wo man erkennt, für wie viel man diese verkaufen kann. So, da geht's mal in die Kneipe, in den Salon hinein. Und wie man hier schon sieht, ist da schon was los. Das heißt, den Willi können wir mal Hallo sagen, den Harvey. Ups, ja komm, ich erschlag dich mal. Das willst du nicht. Das hier hinten habe ich noch nie rausgefunden, wie man das öffnen kann. Da ist irgendetwas, eine Tasche, sonstiges. Ich weiß es leider nicht. Ach du. Achso, Lea, habe ich schon Hallo gesagt. Die besoffene Pam. Ja. Okay, gut, dann geht's wieder nach Hause. Normalerweise ist hier an manchen Tagen etwas mehr los in dem Salon. Nur heute, gehen in Leere. Also, ich muss ja noch gleich eine Kiste craften, weil ich möchte, dass die, ach, hier sind Würmer. Na toll. Ein Artefakt. Ja, Gunther, ist klar. So. Sonst noch irgendwo Würmer. Man erkennt diese auch recht schwer. Normalerweise sind die auch hier in dem Gras verborgen. Naja. Gut, ich würde sagen, erstmal hier rein. Und gib mir mal bitte das Holz und nein. Ich muss ja noch was wegmachen.
Kiste. Kiste. Oh, ich kann die nicht stapeln. Schade. Hier. Und hier. So, hier kommen die fischigen Sachen hinein. So. Jupp. Jupp. Und hier oben mache ich für den komischen Gunther. Nein. So. Oh, die Gießkanne behalte ich. So. Holz weg. Angel weg. Ich will von Angeln momentan nichts hören. So, noch ein paar Bäume fällen. Ja, toll. So. Na. Hier fliegen schon die Schmetterlinge weg. Ich brauche unbedingt viel mehr Holz. Viel mehr. Könnte ich auch bald wieder anfangen, Samen zu setzen. Na, wieso ist hier nichts? Also. Egal. So, es wird immer dunkler. Ja gut, okay, dunkler wird es ja nicht. Aber es geht langsam auf die 12 Uhr zu. Aber ich habe ja eh keine Energie mehr. Das heißt für uns, wir gehen schlafen. So, morgen sollte es ja ein recht sonniger Tag werden. Naja. Gut. Gute Nacht. Ah, Mining. Okay, Cherry Bomb. Wetterreport. Ach, schon wieder ein sonniger Tag. Ach Gott, ich hasse das. Ach Gott. Okay, das Glück ist nicht auf unserer Seite. Na toll. Mal gespannt, was passiert. Stone. Okay, du hast deine Axt. Du brauchst. Okay. Irgendwann tue ich das. So. Erstmal nochmal das altbekannte Gießen. Das Gießen. Na Mensch, gieß doch mal richtig, Kerl. Na toll, Gieß kann er leer. Und weiter geht's. So. Komm, wir gehen mal zu Gunther. Wir nehmen uns hier mal. Ich kann keine Geode mitnehmen. Ich habe keine Kohle. Weil ich muss für die Geoden aufzubrechen, glaube ich, brauche ich 25 Credits, Gold, tralala, Gedönsches, keine Ahnung. Und ich brauche diesen Rucksack. Oh, hier ist eine Quest. Was brauchst du denn? Ach toll, Copper, was? Kann ich schon nicht machen. Die Mine ist noch nicht geöffnet. Copper brauche ich selber. Der macht erst um 10 Uhr auf. Das Museum. Was gibt es hier noch Schönes? Nö. Keine Würmer. Nö. Schade. Keine Würmer.
Ich weiß auch noch gar nicht, wen ich hier heiraten will. Ich glaube, ich hole mal die Abigail. Oh, ich weiß noch nicht. Eventuell die Abigail. Oh, du hast schon auf? Ah, okay. Ah, laber. Ja, ich bring dir was mit. Ich würde gerne hier auf Skip drücken, aber ihr sollt ja auch noch was erleben. Deswegen drücke ich da nicht auf Skip. So, Donate to Museum. Und zwar von dahin. Okay, gut. 250 Gold, sehr schön. Was kaufe ich mir dafür? Gut, ich könnte noch die Geoden mitnehmen. Ach, verdammt. Egal. Ich kaufe mir noch ein paar Samen. Oder? Heute ist Donnerstag. Okay, der Kerl hat offen. Der Pierre, der hat offen. Weil er hat ja nur mittwochs geschlossen. Die Sau. Und immer, wenn mittwochs ist, brauche ich immer was. Ah. Was nehme ich denn? Tulpen. Ja. Das sind nur 5 Stück. Ja, komm. Okay, komm. 10 Credits. Ach, toll. Wir sind reich. Wir sind mit 10 Credits sehr reich. So, hier noch sammeln. Was gibt's hier oben noch Schönes? Nix. Mal wieder tote Hose. Oh, da sind Würmer. Na toll, Lehm. Achso, dir muss ich auch noch Hallo sagen. Ja, hallo. So, ist die Mine fertig? Nein. Ja, Gott. Zeit. Kurz vor 12. Das heißt, ich schaue mal, ob ich da noch ein paar Samen bekomme. Und zwar geht das Ganze noch unten noch viel weiter. Ne? Na. Komm. Weg mit dir, Stein. Und zwar geht das ja unten noch weiter. Nein, nix sieht's. Komm, Clay weg. Steine weg. Das Fiber brauche ich auch noch für irgendwas nochmal, oder ich weiß es nicht mehr. Da habe ich dir schnell Hallo gesagt, noch keine Ahnung. Okay, du bist beschäftigt, sehr schön.
Kohle weg. So, das heißt theoretisch. Ach Gott, ich brauche nur Leak. Und dann könnte ich noch diese Samen herstellen. Ah, verdammt. Ich brauche das Leak. Dann könnten wir halt 10 Samen herstellen. Für noch mehr Kohle zu machen. Wow. Nun denn. Ich glaube, hier oben gibt es noch die Onion Springs. Wenn ich mich recht entsinne, die kommen, glaube ich, nur im Frühling. Lass mal nachschauen. Ja, da sind es doch, die Onion Springs. Ach komm. Was würden die bringen? 13 Energie. Naja. Sonst nichts hier. Nur 3 Stück? Oh Gott. Billige Ausbeute. Eine richtige magere Ausbeute. 3 Onion Springs. Egal. Hallo Lea. Schade, mir fehlt das Leak. Oh Gott. Nun denn, wir nehmen unsere Hacke wieder und bearbeiten wir wieder das Feld. Für Clay habe ich leider keinen Platz. Tut mir leid. Na, hackst du bald. So, jetzt kann das Clay kommen. So, und dann gießen mal wieder. Ich glaube, morgen wird wieder ein sonniger Tag. Oh, verdammt. Ich muss aufhören, so viel zu setzen. Sonst bin ich wieder mal den halben Tag damit beschäftigt für nur zu gießen. So, ich stelle mir eine Kiste. Und zwar in diese Kiste. Puh, was mache ich denn da hinein? Komm, da kommen erstmal die Sachen. Euch verkaufe ich. Es gibt 24 Gold, okay. Ja. Toll. Ich kann nichts machen. Egal. Komm, ein paar Steine klopfen. Ich brauche Kohle. Kohle, 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 Kohle. Na, schon wieder eine Geode. Ne. Wo bleibt die Kohle? Da ist sie doch. So, gehen wir mal hier runter. Noch mehr Kohle, sehr schön. Noch mehr Kohle, noch mehr Kohle. Na? Nochmal eine Geode. Na toll. Warum denn nicht? Ach komm, wir haben Zeit. Ich habe Zeit. Ihr müsst mich ja nur zuschauen, wie ich hier Steine zerkloppe.
Ja. Habe ich hier den Stein vergessen? Habe ich den vergessen? Na, so. Jetzt aber. Hier sind noch ein paar Steinchen. Vier Geoden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hoffe nur, dass da Kupfer dabei ist. Weil ich da meine Gießkanne gerne upgraden möchte. Aber ich glaube, das kostet, glaube ich, 500 Gold. Meine Gießkanne möchte ich schon gerne upgraden. 22 Kohle. Na. Bisschen Holz noch holen. Aha. Und erstmal hier noch wirklich Platz schaffen. Ich will hier auch schon mal auf Viehzucht gehen. Jedenfalls mal Enten haben. Beziehungsweise Hühner. Und Kühe. Das will ich schon alles haben. So, rein, rein, rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir schlafen. Wetter wird morgen... Ja, sonniger Tag. Na toll. Ja. Oh, Survival Burger, okay. Wir haben ein bisschen Kohle bekommen für die Onion Springs. Ja, gut. Aber... ich würde auch sagen, fertig ausgerät, Dankeschön. Ich würde auch sagen, na, lass doch den Fernseher stehen. Das war's auch mit dieser Folge gewesen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss.